Willkommen zurück zu Let's Play NES Remix, nicht Super Mario Bros. Ich will immer Super Mario Bros. Sagen. Es ist so ein Scheiß, ey. NES Remix 2. Heute mit Metroid von 86. Metroid, hol dir den Morphball und setz ihn mit nach unten ein. Metroid habe ich auf dem NES ebenfalls nie gespielt, leider. Denn an sich, oh, wenigstens wird mir auch immer gesagt, dass ich in die Richtung muss. Sehr nett, das wird mir sonst nicht gesagt. Und generell alles gefühlt wird hier nicht erklärt. Und das ist halt schade. Aber naja, ist halt so. Jedenfalls, Metroid habe ich leider nie gespielt. Betonung liegt wirklich auf leider, denn es sieht sehr cool aus. Und es hat auch was Cooles. Also es hat was sehr Cooles. Und ich habe es oft mal angetestet, aber halt nie richtig durchgespielt. Mit Metroid, das war so ähnlich wie mit Frönsch bei Metroid. So wollte man immer mal anfangen, hat man aber irgendwie nie, weiß ich nicht. Hat sich auch nicht ganz durchgesetzt irgendwie. Sammle die Missiles ein. Und wo sind die? Hallo, fick dich und lass mich weg hier. Ja, wo sind die? Danke für nichts. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, wow, okay. Hätte man mir mal wieder einen Pfeil hinmachen können. Scheiße. Wechsle mit Minus oder Y zu den Missiles und besiege den Gegner. Boah, Spasti. Okay, sehr gut. Ich fand Metroid immer auf dem... Was muss ich jetzt machen? Öffne die rote Tür mit 5 Missiles und geh hindurch. Ich fand ja immer, dass Metroid bei Nintendo Land sehr, sehr, sehr geil war. Und ich bin ehrlich, irgendwie... Weiß ich nicht, ich habe schon Bock auf Nintendo Land als nächstes LP. Das wäre schon sehr geil. Aber wir gucken uns das erstmal an hier. Wie das überhaupt läuft hier. Sammle die Bomben ein, denn ich sag mal so, das wird kein langes LP. Ich sag's wie es ist, das wird kein langes LP. NES Remix ist ja jetzt schon, ja gut, 12 Parts am Laufen. Setze den Morphball ein und besiege den Gegner mit Bomben. Okay. Ist ja schon eine ganze Zeit lang am Laufen. Ach, scheiße. Ist ja schon die ganze Zeit lang am Laufen. Und ist deswegen ja auch schon etwas, ich sag mal. Oh, geh durch die untere Tür. Ich trottel. Und ist deswegen jetzt ja auch schon bald fertig, tatsächlich. Wenn diese scheiß Fliege man mich nicht abfacken würde. Die fliegt die ganze Zeit um mich herum, Junge. Stick ich so hart, du Wichser. Behinderter Bastard, ey. Jedenfalls. Okay, vorletztes Level freigeschaltet. Sehr nice. Jedenfalls. Glaube ich, dass das vielleicht... Ich hätte Bock drauf, das nächste LP wird. Geh durch die Tür auf der rechten Seite, okay. Nur, bin ich ehrlich, ich habe das Gefühl... Ja, deine Mutter. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so schön wird, wie ich es mir vorstelle. Au. Denn... Fettsack. Denn... Metroid ist ja zum Beispiel wirklich da nur auf... Party-Spielmäßigkeit angelehnt, wisst ihr? So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ist doch scheiße, Alter, diese Fliege, ne? Ich glaube, es sind sogar 2. Ich glaube, hier muss ich nicht lang. Ich glaube, ich muss sogar oben lang, oder? Ich krieg hier nur Schaden, Alter. Okay, sehr nice, das hat geklappt. Und genauso wie Frönsch wollte ich Metroid mal ausprobieren, habe ich aber bis jetzt nicht gemacht. Und ich habe mir halt Frönschs LP angeguckt damals. Und ja, habe damals auch beschlossen dann, dass das vielleicht doch nichts ist. So, beste Metroid, naja, vielleicht doch nichts für mich. Weiß ich nicht so recht. Aber gut, ich meine, bis jetzt ist es auf jeden Fall besser als zum Beispiel Zelda, meiner Meinung nach, auf dem NES. Und vor allem besser als Kid Icarus und Mario Woods und was weiß ich, was noch alles.
Öffne die rote Tür mit 5 Missiles und geh hindurch. Okay, machen wir. Au. Lassen Sie mich zufrieden. Sehr episch. Und schon sind wir durch. Ah, hier kriegt man die Bomben. Ah, nee, Ice Beam. Hallo. Hä? Wieso hat er nicht geschossen? Weird. Jetzt muss ich schon aufstoßen. Oh Gott. Geh durch die Tür. Der Ice Beam friert Gegner ein. Du Spast, Alter. Ja, okay, hat doch so geklappt. Perfekt. Nein, nicht sterben. 9 Leben, ich sag's nur, ne? 9. Oh Gott. Okay, lass mich bloß durch. Geh durch eine der Türen direkt über dir. Au. Alter. Eisklimbersteuerung hier. Die gute alte Eisklimbersteuerung. Okay, da oben sind, glaube ich, 2 Türen, oder? Ich sehe es nicht richtig. Hä? Nein, das haben 2 getroffen. Och nö. Oh, Mensch. Unnötig, komm her. So, doch, da sind die Türen. Sehr gut. Ah, hier durch. Okay, perfekt. An sich, Metroid auch ein relativ beliebtes Spiel. Leider der Nachfolger, der wurde jetzt zum Glück bei der letzten Nintendo Direct angekündigt. Endlich mal, also vernünftig angekündigt, auch mit richtigem Gameplay-Material. Ich bin gespannt. Nur leider ist die Spielreihe irgendwie echt ein bisschen von Nintendo in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen schade drum. Ist eigentlich ziemlich cool. Geh durch die Tür über dem Geheimgang. Okay. Dann machen wir das einfach mal. So, let's go. Unter dem Geheimgang. Ja, kommt, sprengt euch alle hier weg. So. Episch. Die Tür unter dem Geheimgang, das war die hier. So, sammle die Missiles hinter dem Geheimeingang ein. Okay. Alles hier freisprengen. Ah, das war wirklich hier, muss man sich ja echt voransprengen. So, sehr episch. Also hat bis jetzt, wenn die Orientierung meiner Meinung nach auf dieser Karte nicht so schlimm wäre, dann könnte man hier eigentlich auch schon easy, meiner Meinung nach, irgendwie eine LP draus machen irgendwann mal. Wenn man mal Bock drauf hat, also richtig Bock drauf hat. Aber ich glaube, im Moment ist es nichts für uns. Im Moment. Ach man, diese Fliege, fick dich doch einmal bitte. Hol dir den Wave Beam. Okay, wie? Irgendwo muss ich runterkommen. Oder soll ich einfach da durch? Was hieß da runter? Miss. Okay, danke. Missgeburt. Okay, das war offensichtlich wirklich richtig hier. Warte mal, ich muss mal hier so durch. Dann hier weiter. Au. Was ja auch geil ist, du kannst dich hier so häufig einfach treffen lassen. Es macht einfach nichts. Es ist nicht schlimm. Das hat schon was Cooles. Aber jetzt haben wir zum Beispiel nur 8 Energiepunkte. Das war schon sehr wenig. Besiege 10 Gegner. Das kriegen wir, glaube ich, geschissen, oder? The fuck?
Ah! Mehrere Male müssen wir die treffen, okay. Dann ist ja okay. Ah, sonst ist schwer. Boah, diese Fliege, ne? Die fuckt ab, aber richtig. Alter. Bitte lass mich jetzt hier die Viecher töten. Komm, komm, komm. Das sind die letzten hier. Komm. Ich bin tot, nein! Ich bin ein Spast. Das will ich jetzt so resetten. Ich brauch die Punkte. Ich brauch die wirklich. So. Ach so, wir haben 98 und dann das da mal 2. So. Okay, dann macht das von der Energieverteilung her doch Sinn. Lol. So eine Sekunde schneller gewesen als vorhin, glaube ich. Sehr gut. Und ich töte die Fliege gleich ohne Witz. Jetzt gleich ist dein Tod gekommen. Ne? Warte kurz. Oder? Jetzt fliegt sie weg, die Scheiße. Die behinderte Mörderfliege, ey. Ohne Witz, ich stech die gleich so dick ab. Au. Da kommen hier noch welche. Nein, ich bin schon wieder tot. Mann, bin ich aber fett oder so. Du dummer Bastard, Alter. Ganz ehrlich, Junge. Fick dich mal. Oh, ist das beschissen, ey. Oh. Komm schon. Ich will das eigentlich noch jetzt in diesem Party beenden. Junge, fickt euch, ganz ehrlich. Diese Viecher sind eigentlich echt null gefährlich. Null. Trotzdem verrecke ich die ganze Zeit. Komm schon. Oh, 8, 9, komm, da die 9, los, und jetzt die 10. Ja, das war keine 9. Okay, jetzt haben wir 10. Perfekt. Alter. Komplizierte Kacke, ey. Und immer noch 3 Sterne. Krass. 400 haben wir schon. Das 20. Bonuslevel frei. Nice. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird sehr hart. Mal gucken. Erstmal Metroid durchmachen. Erreiche mit einem Bombensprung die Tür und gehe hindurch. Ja, perfekt. Da müssen wir ganz vorsichtig hier so durch. Und dann haben wir das geschafft. Sehr nice. Okay, sammle den Energietank ein. Das kriegen wir noch geschissen, glaube ich. Au. Au. Oh, 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 oh. Nicht in die Lava, bitte. Das wäre ungeil. Wir nehmen uns... Oh, alles recht raus hier. Alter, die ganzen Scheißviecher gehen mir aber sowas von auf den Kopf gerade hier. So. Also wie gesagt, an sich schon ganz nice eigentlich, aber vielleicht irgendwann mal Bock auf ein LP, wer weiß. Fetter Fröncher Bock. Ich muss ihn eigentlich, ich muss es einfach jedes Mal erwähnen, damit er den Dreck macht, nicht ich, lol. Nein, ohne Witz, es ist ja nicht, es ist ja kein Dreck, aber... Okay, wir sind tot. Oder? Nee, noch nicht. Noch sind wir nicht tot. Das war wirklich knapp. Na, wobei, nee, eigentlich nicht. Dummer Spasti. So ein dummer Spasti.
Der Boden ist hier nicht echt, aber wo? Ja, ab da, toll. Der Boden ist da einfach nicht echt, das kann nicht wahr sein. Ich drück doch, wozu denn? Ach Junge, jetzt haben wir es ernsthaft verschissen oder was? Du bist so ein fetter Hurensohn. Junge, ganz ehrlich, du bist der größte, fetteste Bastard, den ich kenne. Och Mann. LOL. Wir verrecken jetzt hier. LOL. Du Wichser! Ohne Witz, wir verrecken hier gleich wirklich. Och Mann, das wäre so schön geworden. Wahrscheinlich mit 3 Sternen. Jetzt kriegen wir überhaupt nichts mehr. Das ist super. Jetzt kriegen wir nur einen Arschfick. Wenn überhaupt. Och Mann, ja komm, deine Mutter ist fett. Du Scheißviech in der Lava. Komischer Drache in der Lava, ey, was ist denn das? Mann, nein! Die Steuerung ist Grotz! Fick dich, lass mich nach oben! Ich kotze im Strand. Ich drück doch A! Wozu drück ich A? Ich nehm's zurück, es gibt doch keine LP, das Spiel ist scheiße wegen der Steuerung, Alter. Junge, ich will doch nur da hoch, du fette. Du Fotze, jetzt geh da hoch! Ich drück A, ohne Witz. Ich hab A gedrückt. Ihr könnt das gleich alle nachgucken. Ich hab A gedrückt, aber er macht es einfach nicht. Ich zahle es gleich rum, ne? 10, 9, 8. Deine Mutter, ey. Fuck you, ganz ehrlich. Es ist so lächerlich. Und nur weil ich da immer runtergefallen bin, hier an dieser Hurensohnstelle. Nur wegen dieser Scheiße hier. So ein Rotz. Ja, komm, das gibt keine 3 Sterne mehr. Ja, toll. Für 1 Stern mehr habe ich jetzt die Arbeit gemacht. Toll. Ihr könnt mir sowas von den Schwanz lecken, ey. Da wird man ja wieder richtig, richtig gut gelaunt, Alter. Toll. Also echt, das... Ach, einige Sachen gibt echt... Oh Mann, ey. Screw Attack ohne Schaden zu nehmen. Ohne Schaden zu nehmen? Ja, ohne Schaden zu nehmen. Boah, du Bastard. Geh da bloß durch. Okay. Boah. Das war wiederum... Na, so eine Sache. Nimm Anlauf und springe, um die Screw Attack einzusetzen. So, okay. Einfach random. Besiege 5 Gegner mit der Screw Attack. Okay. 1. Da geht's nicht weiter. 2, 3. 4. Au, du Hurensohn. Yay! Daumen hoch! Das wären die beiden gewesen! Fickt euch in den Arsch! Alle beide! Ah, super, das waren die 5. Toll! Es hätte ich echt einfacher machen können. Viel einfacher. Och Mann. Immerhin jetzt noch Regenbogen. Ja, wow. Bringt uns nur nichts mehr. Level 10 von 12. Besiege Ridley. Ach du Scheiße. Darauf erstmal in die Lava fallen. Die Steuerung ist so ein Schmutz, Alter. Sorry, aber... Ich verstehe nicht, wie man den Rotz hier... Alter. Wie man da vernünftig steuern kann, ist mir echt ein Rätsel. Alter, ich springe, hallo! Ja, toll. Unten drunter festgebackt. Die Bewegung habe ich nicht mal gemacht. Ja, toll.
Ach, super. Jetzt habe ich diese Hurensohn-Energie-Kacke da eh nicht mehr. Super. Ach so, ich falle direkt in die Lava. Nice. Es laggt übrigens maximal, deswegen... Wo habe ich da eine Anzeige? Wie viel ich den schon reingedrückt habe? War das überhaupt richtig, was ich hier mache? Ist es überhaupt richtig? Ja, ist es, Alter. Holy shit. Okay, also... Was ich dazu sagen kann, hier gefällt mir die Steuerung auch nur so teilweise. Es ist besser als Kid Icarus und The Legend of Zelda und Wario's Woods und alles. Das muss ich gestehen. Am Anfang war es sogar so toll, dass ich gesagt habe, boah, lol, LP, aber hier, weiß ich ja nicht so. Metroids! Okay. Besiege ein Metroid mit der Missile, okay. Besiege drei Metroids. Ach du Scheiße. Komm, den nächsten auch noch hier. So, sehr gut. Da kommt man ja schon durcheinander. Zerstöre die Sevit-Absperrung, was? Du Bastard. Du Bastard. Ja, toll. Ja, toll. Fickt euch alle, ihr seid dumm. Können wir das bitte? Dankeschön. Alter, war das wieder mal ein Akt hier. Ach Gott. Bin ich mir wirklich, ich bin mir da wirklich nicht so sicher, wie das hier aussieht mit der Bewertung von Metroid. Also, am Anfang wirkt's cool, aber später, keine Ahnung, da kann die Steuerung halt wieder maximal abfacken. Ach, danke. Ja, toll. Kann ich mir gleich wieder nach oben TP'en, wenn du so willst. Ja, toll. Alter. Alter, ich bugge hier fest, hallo. Ich bugge hier halt wirklich fest, ey, was ist denn das? Lass mich doch raus, du Spast. Es ist so AIDS, also wirklich. Oh, wer denkt sich denn so einen Rotz aus, dass du hier von jeder Scheiße... Ja, ich komme da nicht mehr hoch. Okay, wir haben den Hurensohn. Und entkomme steht da ja auch noch. Ach, lol, hier hinten. Warum wird das hier hinten aufgemacht? Aber gut, was auch bei Metroid tatsächlich so ein Ding war, damals, erst recht, ja, ich sag's, wie es ist, das war eine Neuerung damals, das war nicht so normal. Und Junge, jetzt muss ich hier... Ich drücke nicht umsonst diese Scheiße! Es ist so abfuck. Du drückst Knöpfe, aber die werden einfach nicht übernommen. Passiert mir ja öfters. Und das meine ich jetzt nicht aus Spaß oder so. Meine ich wirklich ernst. Also ich drücke Knöpfe, die werden nicht übernommen. Können wir jetzt bitte hier hoch? Alter, wie weit denn noch? Hier oben. Beam me up, Scotty, hallo. Okay. Junge, Junge, Junge. Also, das, was ihr jetzt sehen werdet, war für die damalige Zeit schon sehr, sehr krass. Und zwar werdet ihr sehen, dass der Charakter, den wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben, niemand geringeres
als eine Frau war. Das war damals wirklich krass. Das war damals halt wirklich krass. Das war nicht normal. Krass, oder? Das war das Besondere daran. Ja, komm, 2 Sterne, die könnt ihr euch auch schenken. Aber gut. Das war's von Metroid. Alter, war doch schon sehr interessant. Sonst haben wir hier tatsächlich nichts mehr zu bieten, ne? Also sonst, wir haben ja alles durchgemacht. Ne? Bis auf halt eben jetzt nur noch den Bonus. Und da fehlen jetzt noch ein paar Level. Wird sehr lustig. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder beim Bonus. Bis dann und ciao.